3, 2, 1, Dead Radio. Hallo, yo, hier ist wieder euer Erko. Ja, coole Reim zum Anfang des Let's Plays. Ja, was machen wir heute? Das ist immer so ein Ding, man will das vorbereiten, hat aber dann keine Zeit dazu. Das ist irgendwie schwer einzuschätzen oder schwer zu machen. Ich hätte gedacht, dass wir heute so und so einen Hühnerstall bauen. Und ja, das könnten wir ja mal probieren. Da bauen wir uns eine Eisenholzhacke, eine Eisenaxt, dass das einfach schneller geht, dass, ja, dass man hier nicht so lange umhacken muss mit dieser Steinaxt. Das ist schon ein bisschen umständlich. Aber ich finde die Landschaft eigentlich voll geil, weil du hast hier überall Bäume und auch sehr viele Birken und ich finde, mit Birken kann man einfach schönere Sachen bauen. Heller. Das ist alles heller und das gefällt mir einfach, die Textur des Birkenstammes. Wenn man jetzt zurückdenkt zum Anfang von Minecraft, dann hatte man nur Wood, also Holz. Denn ich habe die englische Version gehabt und ich habe hier nur Holz, einfach nur Holz, und jetzt ist das einfach abwechslungsreicher, du kannst hier einfach mehr bauen, mehr machen, mehr tun, und das ist einfach interessanter und schöner und mir gefällt's, und wenn es anderen nicht gefällt, dann sollen die doch machen, was sie wollen. Ich sag nichts gegen andere, ich bin ein neutraler Let's Player, ich bin ganz neutral. Ja, jetzt geht's aber richtig los mit unseren Let's Plays. Jetzt geht's dann los, jetzt kommt dann bald der zweite Laptop. Da machen wir dann Let's Play Day Set. Together, ich und Richie auch, Landwirtschaftssimulator, werden wir Let's Playen. Zu zweit. Oder auch zu dritt, wir wissen es noch nicht. Derweile sind wir zwei. Ja, wenn wir dann das machen, dann würden wir uns um mehr Abonnenten erkundigen. Und ja, und würden uns freuen, wenn ihr ein bisschen Werbung für uns macht. Weil, wenn wir das jetzt machen, dann ist es irgendwie für die Katz und so mottomäßig treffen sich zwei, kommt einer und das ist jetzt irgendwie nicht so der Burner. Und ich bemühe mich auch, dass das Let's Play möglichst gut über die Runden kommt. Und ja. So, jetzt gehen wir mal den geeigneten Platz suchen. Das ist jetzt einmal das Erste, was wir hier tun. So, lala. Dann werden wir zu unserem Zuckerrohr noch schauen, wie weit wir hier sind. Und ja. Wenn euch die Frames da oben stören, es tut mir leid, das Bandicam setzt es so voraus mit DirectLock GSX. Und ja. Da, nur dass ihr wisst, die Aufnahme habt ihr ja nicht gesehen, da ist der Ausgang von unserer Höhle. Also da bin ich dann rausgekommen. Also. Und vorne. Kommt man dann so rauf, da kommt man hinten nicht mehr zurück und ich bin dann einfach hier rausgegangen. Ja. Wie ihr seht, bin ich gut durchgekommen. Oh, hinten haben wir schon Dreier. Und ja, wo wollt ihr denn den Hühnerstall bauen? Ich würde sagen, auch auf dem Baum. Hier so übergangsmäßig. Denn das haben wir überall. Aber ich bin eigentlich unparteiisch. Mir ist es eigentlich scheißegal. Jetzt kommt wieder die schöne Musik.
die ist immer ein Highlight. Dum 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 dum. Mit dieser Stimme könnte ich zu DSDS gehen. Wäre gar nicht so schlecht, ich könnte es ja mal probieren. Wie weit ich komme. Sicher nicht weit. Bei Dieter den Cheater. Das ist nicht so einfach. Aber ich schaue mir die SDS an, nur weil am Anfang diese Fails sind. Ich meine, die manchen können ja nicht singen, das ist immer so lustig. Aber danach, die nächsten paar Runden, die werden dann immer zäher. Das ist dann nicht mehr lustig, das ist keine Comedy mehr. Das ist dann richtig ernst und das gefällt mir eben nicht. Ich schaue mir die SDS nur an, weil sich die Leute blamieren. Ist zwar jetzt doof, aber es ist so. Vorige Woche habe ich mit meinem Freund Call of Duty Black Ops 2 gespielt, Zombie Mode. Und habe dann einfach, wie ich den Zombie niedergekloppt habe und so, habe ich dann Appetit auf Spaghetti Bolognese bekommen. Also irgendwie, das ist mir dann irgendwie auch selber komisch vorgekommen. Denn wenn ich jetzt Zombies abschlachte, muss mir doch nicht der Appetit auf Spaghetti Bolognese kommen, oder? Wenn euch das gleiche passiert, dann schreibt's in die Kommentare. Ich werde es mir persönlich durchlesen und auch persönlich darüber lachen mit Richie. Ja, Richie werde ich dann auch mal zu einer Live-Konferenz einladen, damit ihr ihn auch mal hört, sieht und versteht, was er so von unserem Projekt Let's Play haltet. Ja. Richie macht jetzt eigentlich keine Spiele so. In dem Sinne, er macht hier so ein Programmier-Ding oder ja, Java-Hamster, das muss man so programmieren. Da kann man dann Wege programmieren und das ist eigentlich ein tolles Programm. Ich finde auch, er sollte da was dazu reden. Denn er hat jetzt auch eins und hat da einfach nicht dazu geredet und das ist einfach langweilig. Entschuldigung, Richie. Ja. Da darf man ja nichts Falsches sagen. Nee, Richie ist ein ganz angenehmer Typ. Ein bisschen aufgeweckt als ich. Aber ganz normal, wir sind nicht abgehoben. Ja, wir sind einfach ganz normale Leute, die sich gerne vor den Computer setzen und hier eine Runde Minecraft, ETS 2, DZ, Guild Wars 2 oder andere Games zocken. Ja, wir machen das gerne und wir haben Spaß daran. Und wenn man Spaß daran hat, dann ist das auch richtig spielen, denn wenn du keinen Spaß an Spielen hast und einfach nur spielst, weil du hier unbedingt Geld machen willst, wenn du einfach abgezockt bist, dann verschwinde aus YouTube. Das ist ja ein Portal, wo du einfach Sachen raufstellst und ganz normal bist. Denn wenn hier Leute antrappen und sagen, ja, ich möchte jetzt das große Geld, ich habe kein Geld, ich bin so ein armes Schwein, dann ist es einfach nicht okay, finde ich. Denn, ja, aber das ist, was eure Meinung dazu ist. Ich weiß, ich bin ein wenig Kommentarabhängig, aber schreibt es doch einfach mal rein, es wäre sehr interessant, das mal von euch zu hören, eigentlich nicht hören, sondern zu sehen. Ja. Jetzt machen wir das noch fertig und dann gehen wir. Haiti. Haiti, Haiti, ho. Der Mr. Krabs, der ist so, dass er den SpongeBob hat. Was wird denn SpongeBob hat? Heidi, Heidi, hu, dass er den SpongeBob hat. Den SpongeBob hat.
wenn SpongeBob hat. Ja, Entschuldigung, ich bin jetzt wieder ein bisschen durchgeschweift mit meinen Ideen. Ich schaue mir immer noch gern SpongeBob an. Ich bin ein Leidenschaft. Und das ist einfach toll, SpongeBob. Das hat, da haben sie gesagt, das hat ein Meeresbiologe gemacht, das SpongeBob, und hat einfach einen Lehrfilm für Kinder machen wollen. Und daraus ist das eigentlich das SpongeBob Comedy-mäßige daraus geworden, was wir kennen. Ja, mir gefällt's. Also, gute Nacht. Ich muss jetzt schlafen, Alter. Mir brummt der Schädel. So, morgen. Ja. Ja. Aufwärmetraining, Steve. Aufwärmen. So, und los geht's. Ja, Inventar gecheckt. Gecheckt. So, jetzt machen wir hier mal für Birkenholz. Für Birkenholz, damit kommen wir nicht weit. Machen wir mal 10, so für den Anfang, dann haben wir schon 40. Dann haben wir so einen 44er Stack. Und den werden wir jetzt mal hier hinkloppen. Nur mal, dass wir hier die Abgrenzungen haben. Ich bin kein Tierquäler, ich quetsche nicht 1 Milliarde Hühner hier herein. Das macht der Erko schon. Das macht der Erko schon. Macht euch nichts ins Hemd, der macht das schon. Und noch besser als ihr. Ja. Minecraft. I love Minecraft. Okay, okay, okay. Nicht so hastig. Wir haben doch Zeit, Mann. Wir haben Zeit, Mann. Okay, sieht jetzt ein bisschen zusammengequetscht aus. Aber das geht schon. Ich habe hier keine Probleme damit. Können Hühner eigentlich über 3 solche Dinger fliegen? Glaube ich gar nicht. Ach, ist doch scheißegal, Mann. Hühner sollen tun, was sie wollen. Wenn sie raus wollen, sollen sie rausgehen. Na, sieht doch gleich besser aus. Ich meine, das ist hier mein Standardspruch. So, jo, Mann, ey, jo. Sieht doch gleich besser aus, ey, mit Marihuana-Sandwiches und so. So, haben wir noch ein bisschen Glas? Das ist immer meine größte Sorge. Ah, Sand haben wir doch. Und noch 9 Glas. Keine Kohle, keine. Achso, die ist drin. Haben wir noch einen 64er Stack? Also, das ist ja mal voll krass, Mann. Jetzt haben wir mehr Birkensetzlinge. Wie Eichensetzlinge. So. Tun wir jetzt noch die Hälfte rein. Ja. Jetzt haben wir noch 9 Glas. Das werden wir jetzt gleich mal hier rein fetzen. Voll fett. Echt fett. Eins haben wir noch. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Also, ich bin hier nicht so der perfekte Minecraft-Gamer. Also, ich spiele das Spiel eigentlich nur zum Spaß. Und an dieser Stelle muss ich mich schon wieder verabschieden. Tut mir leid. Aber, ja, die Aufnahme ist wieder mal zu Ende. Und ich sag ciao an dieser Stelle und danke, dass ihr wieder dabei wart bei Let's Play Minecraft. Euer Erko sagt jetzt ciao, bis zum nächsten Mal.
to One Dead Radio.